literature is it's a meeting, you know, reading a book, it's like having a meeting with a friend, with even with a stranger. And it can be a meeting that will change your life. Ihre Großeltern waren israelische Pioniere. Sie gründeten den Kibbutz Kinneret. Ist die Geschichte Ihrer Familie in den Roman eingeflossen? Es ist eine Mischung. Sicher gibt es einige Geschichten, die ich von meiner Mutter aus ihrer Kindheit gehört habe. Aber das heißt nicht, dass die alte Dame im Roman meine Mutter ist. Sie sind völlig unterschiedlich. Schreiben ist wie Kochen. Man benutzt viele verschiedene Zutaten. Erinnerungen, Geschichten, die ich gehört habe, Geschichten, die ich erfinde, Fantasie, Vorstellungskraft. Das alles mische ich und so entsteht die Geschichte. Ich habe den Hintergrund vieler Israelis aus der zweiten Generation der Pioniere recherchiert, um zu sehen, wie sie den Staat Israel beeinflusst haben und welchen Einfluss der Staat auf sie hatte. Aber ich interessiere mich natürlich für die individuelle Geschichte. So habe ich den Roman begonnen mit Chemda, der alten Mutter, die im Sterben liegt. Sie hat Angst davor, ihr Leben zu verändern. Im Roman geht es um den Rest unseres Lebens und wie wir unser Leben verändern können. Dina, eine der Hauptfiguren, fühlt sich nicht mehr gebraucht und hat plötzlich eine überraschende Idee. Dina has a surprising idea. In the middle of the book, she decides she wants to adopt a child. Sie entscheidet sich, ein Kind zu adoptieren. Das ist ein sehr schwieriger Entschluss, denn niemand unterstützt sie. Ihr Mann und ihre Tochter drohen ihr, dass sie das Haus verlassen werden, wenn sie ein fremdes Kind ins Haus holt. Ihre Familie wird zerfallen. Trotzdem fühlt Dina, dass sie nicht nachgeben wird. Ich denke, dass es in dem Roman nicht um eine Adoption geht. Es könnte um jedes andere Bedürfnis einer Frau gehen, die ihre Umgebung damit konfrontiert, dass ihr Wunsch erfüllt wird. Dies könnte auch eine neue Liebe sein oder eine neue Karriere oder auch etwas ganz anderes. New career, it can be anything else. In this case, yes, it's a child. In diesem Fall ist es ein Kind. Dina fühlt, dass sie eine Menge zu geben hat. And as always in your books, I would say, there. Wie in all ihren Romanen gibt es keine glücklichen Beziehungen. Avner, eine ihrer Romanfiguren, hat eine unglückliche Beziehung. Auch Dinas Beziehung zu ihrem Mann ist nicht glücklich. Ich denke, Glück ist für Kinder. Erwachsene können nicht wirklich glücklich sein. Sie können Augenblicke des Glücks empfinden. Sie können sich eine gute Beziehung wünschen, aber man sollte nicht unbedingt erwarten, glücklich zu sein. Wir können erwarten, zufrieden zu sein mit dem, was wir tun und dass wir mit dem richtigen Menschen zusammenleben. Live with the right person
Aber Glück ist etwas, das in der Welt der Kinder und in unserer Fantasie existiert. Sie erwarten von der Beziehung zu einem Mann kein Glück oder Liebe? First of all, I don't. No, love is completely different thing. Yes, Liebe ist etwas anderes. Ich erwarte Liebe. Ich denke, wir können alle erwarten, zu lieben und geliebt zu werden. Ich denke, ein Leben ohne Liebe ist ziemlich traurig. Aber Liebe bedeutet nicht unbedingt Glück. Was bedeutet Liebe? Ich denke, Liebe bedeutet Verbundenheit, Intimität, tiefes Verständnis, Freundschaft. Aber Glück bedeutet etwas anderes. Natürlich können wir uns wünschen, Momente des Glücks zu erleben. Ich versuche, Augenblicke des Glücks zu empfinden und zu erschaffen. Und dies gelingt mir auch von Zeit zu Zeit. Aber ich denke, Glück hat etwas mit uns selbst zu tun und nicht mit unserem Partner. Bisher hatten Ihre Romane kein Happy End. Ich würde zwar nicht von einem Happy End sprechen, denn Ihr Buch hat ein offenes Ende. Aber Ihre Romanfiguren sind am Ende glücklicher, nachdem sie durch eine Entwicklung gegangen sind. Ja, ich denke, dies ist mein optimistischstes Buch. Vielleicht, weil man hoffnungsvoller ist, wenn man erwachsen wird. Alle Beziehungen werden in gewisser Weise besser. Das stimmt. Es ist ein Roman über Krisen. Und manchmal werden wir durch Krisen klüger und stärker. Manchmal bringen sie positive Veränderungen. Diese Familienkrisen in meinem Roman verursachen eine Entwicklung. Und diese Entwicklung ist in diesem Fall sehr positiv und unterstützend. And as well, you already had a reaction. Es gab schon viele Reaktionen auf Ihr Buch in Israel. Wie haben Ihre Leser reagiert? Für mich ist es das größte Kompliment, von Lesern zu hören, dass sie eine persönliche Verbindung zu meinem Buch haben. Dass es ihnen geholfen hat, ihr eigenes Leben zu ändern. Für mich war es eine wunderschöne Reaktion, als mir ein Leser erzählte, dass er immer ein Reiseführer sein wollte. Stattdessen ist er Architekt geworden. Nun ist er 60 und nachdem er das Buch gelesen hatte, traf er die Entscheidung, Reiseführer zu werden. Er hat mit der Ausbildung begonnen, das macht ihn sehr glücklich. Es ist der Einfluss des Romans, der dem Leser sagt, sieh hin, was du selbst mit dem Rest deines eigenen Lebens machst, denn es ist niemals zu spät. Literatur hat eine Auswirkung auf Menschen. Ja, natürlich. Nicht auf jeden Leser, aber Literatur ist eine Begegnung. Ein Buch zu lesen ist wie einen Freund zu treffen oder einen Fremden. Literatur ist eine Begegnung, die dein Leben verändern kann, die den Rest deines Lebens beeinflussen kann.